Alles superb. Wasser. Wasser tropft. Tropft. Sehr gut. Also, Bild running, Ton running, Wasser auch. Legen wir los. Bam! Clifford Lilly. Here we are. Willkommen! Dankeschön. Toll, da zu sein. Ja, viel gut Podcast. Trifft es absolut, weil du bist für mich ein richtiger Feel-Good-Mensch. Nicht wahr? Du bist so eine Sonnenschein. Wieso? Wo merkst du das? Gut drauf. Oho. Positiv. Okay. Immer am Lachen. Du musst mich am Morgen sehen. Nicht so lustig. Wieso? Nein, ich bin nicht ein Morgenmuffer, bin ich nicht. Ich bin ja nicht so ein Morgenmensch. Aber wenn ich mich am Spiegel schaue, hey, da denke ich, das kann ich, ob das ich bin, oder? Nach dem Nacht und dem Schlaf und allem. Eine Grins am Morgen, weißt du, Grins, weil, also wir laufen nicht immer dauernd am Lächeln, oder? Mhm. Mit der Grins, das geht nicht. Mhm. So, when you see yourself really, also wirklich ein bisschen normal, da bin ich, es ist traurig, es tut mir leid, man ist traurig, der Mund geht hängt, aber niemand läuft immer mit der Clown so rauf. Nein. Aber, ja. Ja, danke schön, dass ich da bin, also in viel Gutes, ein riesiger Kompliment. Ja, aber auch wenn du am Morgen aufstehst und vielleicht es dann noch nicht so empfindest, bist du definitiv ein Feel-Good-Mensch. Weil du verbreitest auch Positivität gegenüber anderen Menschen. Ich habe dich, glaube ich, noch nie erlebt, nicht ein Kompliment zu verteilen. Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du dir das antrainiert, vielleicht machst du es überhaupt nicht bewusst, aber immer, wenn ich dich sehe, wie du jemanden triffst, sagst du, you look wonderful, great, I don't know, glasses, ja, es lohnt scarf. Sich, probier es mal aus. Wenn du jemanden sagst, hey, toller Friseur, oh, wow, wirklich, Gott, heute Morgen schnell, oder wow, der Farbe steht in ausgezeichnet, oder hey, lässig, das ist eine coole Jacke, hey, geile Boots oder so. Stellt die Leute gerade auf. Yeah. Also auch mir, you know, if you tell me I look wonderful, hey, made my day. Yeah. Es ist wirklich eine gute Sache. Es bringt die Leute in gute Laune. Du musst ja nicht übertrieben sein, es muss authentisch sein, es muss aber stimmen. Du kannst ja nicht ein Kompliment machen, wo es nicht stimmt. Aber es bringt wirklich gute Laune, it makes people feel good, das stimmt. Das und, tue ich immer. Und auch dir selber anscheinend. Mhm. Ja, ja, es wirkt in beide Richtungen, oder? So Win-Win-Situation. Ja. Wie hat denn das angefangen? Hast du das schon mal gemacht oder hast du irgendwann gemerkt, so, das ist noch cool, wenn ich das mache? Ja, das geht sicher zurück als Kind vielleicht, wenn wir gelernt haben, weißt du, erstens musste ich die Haare kämmen, bevor du musst im Haus gehen, weißt du, solche Sachen. Bist du super, musst dich benehmen. Man lernt so diese Sachen als Kind. Und dann auch vielleicht habe ich irgendwann gelernt, ja, es lohnt sich, jemandem ein Kompliment zu machen. Aber das ist wahrscheinlich erst später gekommen, ja. Wenn ich gemerkt habe, das wirkt. Das heißt, wo du in deiner Kindheit gesehen bist, ist eine strenge Kindheit gesehen? Auf eine Art schon, wenn ich jetzt umschaue, definitiv. Definitiv. Also mein Vater ist in die Marine gesehen, war eine Autorität eigentlich. Und Mom hat natürlich auch, er war die Kapitän und sie war erste Leutnant und das war so ein bisschen in dieser, he had the say, but she made sure that the orders were carried out. Und wenn ich aus der Reihe getanzt habe, dann musste ich zu ihm mich stellen und sagen, hey Dad, I'm so sorry, but I drowned the cat. Oder so ein bisschen. Und dann, dann hat es Konsequenzen gehabt, absolut. Also, ja, es war, weißt du, ich habe wieder Fotos geschaut und Sachen gesehen am Facebook von Leuten, die in die Schule waren mit mir und die haben von Sachen erzählt, die ich eigentlich fast vergessen. Zum Beispiel, es war ganz normal, wenn wir in die Burbe uns nicht benommen haben,
haben die uns, mussten wir zu der Schulleiter gehen, und er hat dann uns mit einer schönen, langen Stock geschlagen. Ja. Und das Höchste, was man bekommen hat, haben können, war sechsmal dieses Ding. Das war der Allerschlimmste. Sechsmal. Also, yeah, six. I think I got it once, only once in my school career. And it was quite an Abzeichen. You got six. But, because you had to be really strong to withstand that. Yeah. But, das war wirklich hart, und auch zu Hause. Hey, wenn ich mich nicht benommen habe, ein Klapp oder sogar auf dem Hintern, musste auf dem Bett liegen. Und manchmal, my father had a strap. Ich weiß nicht, was ein Strap hat. So ein bisschen wie diese, like a bit like these, wie heißt das? Ist das so eine Bandage? Oder? Nein, was heißt diese? Kabel. Kabel, das war wie ein Kabel. Ja. Im schlimmsten Fall hat der Kabel. Strap, was Gold. Ist ein Strap? A strap ist ja so, ja, immer so etwas. Ja. So, but I mean, in irgendwie, man hat das akzeptiert. Ja. Yeah. Ich habe ihn nicht gehasst. Ja. Yeah. Das war irgendwie wahrscheinlich verdient, oder habe ich verdient, oder ja, ich meine, oder meine Mutter, also man war schon ein bisschen sauer, wenn sie meinem Vater gesagt hat, oh, Clifford hat das, oder du musst deinem Vater sagen, was heute Nachmittag gemacht hat. Dann, why is my mother such a bitch? You know what I mean? Sie war eigentlich nett. Ja, ja. So, aber ich habe Manieren gelernt, und ich bin sehr dankbar für meine Erziehung zu Hause, weil es hat mich sehr gut in mein Erwachsenenleben weitergeholfen. Yeah. Und ich denke, das ist wichtig, dass man dann irgendwie eine Basis von Manieren, ein Etikett, du musst ja nicht alles wissen, wie man die Messer und Gabel, aber es hilft schon. Yeah. Und ja, vielleicht war ich auch ein altmodisches Kind. Ich habe auch sehr gern alle alte Sachen, alte Silber, alte. Ich habe gern Fenster geputzt und Vorhänge richtig aufgehängt und Bett schön gemacht und so. Ich war ein bisschen da, aber nicht so pingelig, aber ich habe schon gern Sachen gut gehabt, gehabt. Das, ich habe gern schöne Sachen. Ich habe sehr, sehr schön zu Hause dekoriert, hey, immer Blumen geholt und Vase getan. Die Boden, wenn die Boden nicht aufgenommen, habe ich sie einfach von selbst aufgenommen oder poliert. We had an old-fashioned polisher with three brushes. I loved it. Up and down the gang, weiter die Boden. Das hast du als Kind gemacht? Ja, ich habe gern gesehen, Sachen glänzen und so. Vielleicht das als Junge. Ja. Und das ist noch in Südafrika gesehen, oder? Ja. Ja. Das ist in Südafrika gesehen. Und wenn du sagst, das hätte ja nachher geholfen für die Erwachsenenleben, es ist ja ein Stück wie zu deinem Beruf geworden. Also, das stimmt. Also sind Manieren und Teil von deren Erziehung schlussendlich etwas sehr Gutes gesehen für die und die Wartensgang im Leben. Ja. Ja, es ist wahr. Es ist es hat mich geholfen, es hat passt zu meinem Beruf, also mit Stil und Kleider. Das passt natürlich in diese Welt. Das ist die Welt von, wo Sachen in Ordnung sind, richtig sind, schön sind, korrekt sind. Aber mit verschiedenen Stile, und Leute sind schon anders. Wie kommt man in die Welt? You have to have a feeling for it, oder? Yeah. Man muss ja irgendwie das Gefühl haben dafür, und sicher sein, dass du ja diesen Geschmack hast, was es braucht. Und dann schaut man um, was kann ich machen? Also ich habe wie gesagt immer schöne Sache gehabt, aber ich war vor langer Zeit in meinen Teenage-Jahren in die Schule, wo ich ein bisschen durcheinander war, habe ich nicht gewusst, was ich machen wollte. Ich habe immer sehr gern Theater gehabt und Musik, Kunst, so. Und das ist schon dann etwas, oder? Weil du kannst schöne Sachen schätzen. Woher kommt das? Das ist
das entwickelt man mit der Zeit. Und du liest und du schaust Bilder an, du schaust Filme an, du hörst gute Musik an, du lernst ein Instrument. Ich habe Klavier gelernt und I loved it. I loved to play the piano. Yeah. Und dann eigentlich wollte ich immer gut sprechen. Because in South Africa, die Akzente von den Leuten sind manchmal ganz verschieden. Und mir war es wichtig, deutlich, klar und schön zu sprechen. Mhm. Schön die Wörter, was man hier vergisst. Ja, heute spricht man einfach so, bla bla bla. Yeah. Right? Ist egal, wie das tönt. Oder? Einfach, dass du etwas sagst. Yeah. And I was damn sure that if I spoke well, I would go far in life. Ich würde irgendwann kommen. Yeah. And I was damn sure that if I behaved myself, irgendwo würde ich auch irgendwo ankommen. Egal, was meine akademische Leistungen sind. Yeah. And for a long time, I didn't know what to do. Und ich, wie gesagt, ich habe all diese verschiedenen Interessen gehabt. Und dann mein erster Arbeit berufsmäßig war, als Schaufensterdekorateur zu schaffen in einem großen Warenhaus wie El Molly Globus oder so. And it was fantastic. Weil das ganze Haus war meine. Ich könnte alles holen, für was ich wollte, von meinen Schaufenstern dekorieren mit alles von Schmuck bis Mode, von Pots and Pans bis Schuhe und alles Mögliche. And it was a fantastic time, auch in diesem Warenhaus zu arbeiten. War aber schöne Sachen. Ja. Yeah. Und wie hast du den Job gekriegt? Sorry, schnell. Ich habe den Job gekriegt, weil ich habe, long story, but I needed a job. I needed to do something. Und I wanted to go to the, ich wollte in die Kunstschule gehen in Kapstadt, aber ich habe alles zu spät. So I was not accepted. Ah, okay. And then I was, what do I do? Ich muss etwas sagen. Denn meine Mutter hat eine Freundin gehabt und sie hat in die Kunstabteilung in der Window Dressing Department oder Marketing, Advertising. Hillary Moore was her name. Und Frau Moore hat meine Mutter gesagt, Clifford sollte noch Schaufensterdekorateur lernen. Das ist gut. Das steht ihm gut. Er hat gern schöne Sachen. Es kommt ihm gut. So she helped me get into the store. Yeah. And then I had a little interview and I got the job and I was in Vienna. Stift, und ich musste alles aufheben, die Stecknadel und so, und dann alles abstecken und holen und bringen und holen und bringen. Das war manchmal furchtbar langweilig. And I knew that I was learning something, but not great, nothing amazing. Mm-hmm. Weil es war einfach wie die Vorstufe von etwas. Yeah. And I decided then that I would not do it forever. Das war etwas, was ich wollte gern machen. Ja. Wie alt bist du jetzt? And I was about 19. Ja, aber ist ja normal, dass du mit dem Alter schon weißt, das machst du wahrscheinlich nicht für immer. Ja, wahrscheinlich. But I didn't know what I would do next. I had no idea. Yeah. Aber I knew that... Yeah, something had to give. Und ich habe erfreut, mein erster Lebenspartner eigentlich, er ist Tony geheißen, Tony Lustenberger, und wegen ihm bin ich in die Schweiz gekommen übrigens. Yeah. But more of that later. Und unser erster Trip war nach London, and I loved it. And when I got out of the tube at Shaftesbury Avenue, and I saw all these theaters and the lights and the names and the colors and the life. Yeah. I thought, that's what I want in my life too. Mm-hmm. I want life, I want action, I want movement. I want my name up in lights. I want to be famous. Yeah. It was like a dream. But it was, you got to have a dream. And with the window vision, there was no dream. It was just a job. It was something I could do. It was easy. I did very well. And I learned a lot. I learned all about colors and fashion and form and Farbe. Weißt du, alles. Yeah, it was fantastic. It was a gute Lehre für später, für meine später Leben hier in der Schweiz. Yeah. Das war mein Lehrgang. Ja, klar. So wie wissen wir mal so ein allgemein, Studium, um sich dann nachher können auf einzelne Bereiche spezifizieren. So, yeah. Oder? Yeah. Weil, also, Ich kenne es nicht als Job selber gemacht haben, aber ich habe es schon gehört und du hast jetzt auch wieder gesagt, Schaufensterdekorateur, du hast wirklich ein bisschen vor allem. Ja, du hast Zugang zu vielem. Ja. Yeah. Also sehr, ich meine, es ist ein fantastischer Beruf, wenn du willst. Das, hey, do it. It's fantastic. But I was not so sure. Ja. Yeah. Und London. And London just went, something went snappy. Hey, that's it. Aber dann war ich schon 23, I think. Und dann habe ich entschieden, hey,
ich muss meine alte Traum, auch nicht Traum, diese, wie man richtig spricht und so, das war mir so wichtig, wenn ich 14 Jahre alt war oder so. Also hey, und ich habe dann ein paar Schauspiel-Lessons gehabt und ich habe Ballettunterricht gehabt und ich kann ein bisschen bewegen. Und ich habe gewusst, ich kann nicht auf die Bühne. Die Bühne, ich habe immer Theaterstücke gemacht mit den Kindern in die Schule und ich habe immer eine Vorstellung organisiert oder so. Das war so my world. But I did never have the courage, or not the courage, but ich habe nie die wirklich gedacht, dass ich könnte das irgendwo anbringen. Und es stimmt, mal schauen, wo ich gelandet bin. Also I never thought I could be a great director or a great actor or a great producer. And I just thought the theater was a world, in wollte, wo, eine Welt, wo ich wollte mich bewegen. Und, bist da, zu ehrfürchtig, sehe, oder? Das große Respekt. Ja, das große Respekt. And I... Ich war so klein, oder, in dieser großen Welt damals. Ich habe mich noch nicht wirklich entwickelt. So, but it was a, ja, ich war in eine Phase. Und dann habe ich das, hey, it's a long story, but I met so many, weiß es Gott, immer um die Leute, die man kennt. Und da war diese Frau in diesem Warenhaus. Siehst du, es war gut für etwas. Lovely lady, June Abel, leider ist sie gestorben. June Abel war Head of Estée Lauder, die Kosmetik. In London? Nein, das ist in Cape Town. Ah, in Cape Town. Und wir haben uns immer gesprochen so. Und dann hat sie mal gesagt, ja, ihre Tochter studiert an der Universität von Kapstadt Theater. Also, oh, really, I'd like to meet your daughter. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist Beverly, und da kannst du sie kennenlernen, das muss man dir sprechen. Sagt, ja, das finde ich fantastisch, das interessiert mich so sehr, das Theater hat mich immer interessiert. Clifford, das musst du mal machen, du würdest perfekt fürs Theater bespielen. Aber das ist nur, oh, great, somebody believes in me, weißt du? So, then I met the daughter and her boyfriend, die waren beide an die Schauspielschule, und die haben mich auch wirklich unterstützt, den Schritt zu machen, zuvor mich vorzustellen. Go to an audition. Yeah. And the first I prepared something, and dann habe ich irgendwie schieß kam, bin ich nicht gegangen. Yeah. I couldn't face it. I was too scared. I thought, who the fuck do you think you are? You know, was denkst du eigentlich? Oder? Jetzt war ich plötzlich in die Drama School, Speech and Drama. And I just didn't have the courage. So I continued with window dressing for another 6 months. I thought, damn it, nein, das muss ich machen. I can't do this hanging things up anymore. Ich habe genug von dem, ich will etwas lernen und machen und tun, wirklich. Academic, I wanted to study. And then I did it. I went and did the audition and I was accepted. I got into the drama school and it was amazing. My life really began, I was 23 years old. Ja, großartig. Ja, es war wirklich großartig. Über die besten Jahre meines Lebens. Also, you know what I mean. Student days are your best days, let's face it. And I met fantastic people, mit denen ich heute immer noch befreundet bin. Some of my friends have become famous actors. Richard E. Grant, With Nell and I, for like kids, it is a movie, is the star of that film. He's an icon, lives in London. We see each other very often. Yeah. Und er schaut an die Zürcher Filmfestival. Did you hear that? Und... So, ja, but dann habe ich Theater gespielt, war ich in ein paar Companies in Johannesburg, in Bloemfontein, in Cape Town, bevor ich dann in die Schweiz gekommen bin. Act 2, der Schweiz. Act 2. Und in die Schweiz bist du gekommen, wegen der Liebe. Wegen mein Freund, der Tony, und ja, das war so nicht. Auch, weißt du, damals Südafrika war in Turmoil, with apartheid was sehr stark, it was entrenched in the apartheid system, which I grew up in. Das war eine ganz andere Geschichte natürlich. Ja. Und was habe ich gesagt? Dann bin ich in die Schweiz gekommen. Chapter 2, a new start. Und dann habe ich das Theater muss irgendwie auf die Seite legen. Ich habe schon Sachen gemacht hier mit Laiengruppen, aber etwas always like, oh Gott, ich bin kein Laie, weißt du. I've been a professional, darling. Aber mit der Zeit, weißt du, oh ja, I know what I wanted to say. I know what I really wanted to say. And it goes back to meeting that lady at the Estée Lauder. Sie hat mir geholfen, oder? Und immer in meinem Leben, wenn ich zurückschaue, sind immer Leute gewesen, die mir irgendwie
toll gefunden haben oder unterstützt haben, an mir geglaubt haben, viel mehr als sie an mir. Ja. Und das ist besonders wunderbar und bin immer sehr dankbar für diese Leute und auch die Leute, die ich heute kennenlerne oder hier die Schweiz kennengelernt habe. Ich bin 40 Jahre in die Schweiz. Ne? Ja. 40 Jahre in der Schweiz, kann ja auch schon Schweizerisch für Deutsch. Aber ich glaube auch immer, dass das sehr entscheidend ist. Ich sage immer, wahrscheinlich irgendeine Lehrerin oder ein Lehrer in der Schule, wo etwas in einem sieht und das will fördern und pushen. Aber auch später im Leben gibt es immer wieder Leute, die eben an einem glauben. Ich persönlich denke nicht, dass man entdeckt wird. Das ist so ein bisschen Märchen. Irgendjemand sieht irgendwie in der Bar jemand sitzen. Ich sehe jetzt den in der Bar sitzen und sage, du wirst es da. Dann habe ich die entdeckt. Aber das ist nicht so. Sondern im Normalfall machst du eh schon etwas, oder willst du etwas machen und es gibt dann jemanden, der dir noch Hilfe gibt. Die sehen etwas in dir, was du vielleicht nicht so genau siehst. Und Selbstvertrauen wächst in dem Moment extrem, weil du zumindest jemand anders nicht willst enttäuschen. Und dann probierst du es für die andere Person und merkst dann irgendwann, dass du es für dich gemacht hast. Genau. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ja, nein, es ist so. Und ich meine, vielleicht... Man wächst auf in einem Klima, zu Hause, wo du vielleicht nicht gerade gepusht bist. Und das war mein Fall. I think my parents didn't see the potential in me. Yeah, yeah. And they had their own problems. Und die haben gemeint, der Cliff, der schafft es schon. Ich hab's schon, was immer ich packt, ich hab's. But there was no real, hey, I wanted to learn to speak well. They wouldn't pay for my elocution lessons. Yeah. They were probably right. But, weißt, and I wanted to do art and class. They didn't want to pay for it. They didn't want to pay for the band. They didn't want to buy a piano. They didn't, weißt, you got to give a child Unterstützung, voll, wenn du siehst, die etwas wirklich wollen. And I didn't have that kind of, they had their problem. My parents, I mean, another story, chapter 5, I think. But, yeah, and it's the people along the way that have made my life really besonders. They've given me all the chances. Fantastic. I mean, I think when I got my first job in television as a stylist, I was working in a shop selling clothes. Ich war normal Verkäufer in a very nice store. Glamorous, Hannes B. damals. Und eine Frau, eine Stylistin, war immer im Laden, hat die Sache gebracht, Englisch war Schottin, und wir haben immer gelacht und gesprochen. Und viele Stylists sind rein und raus gekommen, und Ausstattung, und Film-People, und Stars, und TV-Leute, und Bianca Jagger, und Udo Jürgens, und Tina Turner, also viele Stars vom Ausland und Inland. Anyways, I met lots of people, and one day I decided I also don't want to continue to sell clothes for the rest of my life. Das war toll, und ich habe ein ich war wirklich nicht nur in einem Klamottenladen, ich war in ein vornehmendes Geschäft, beautiful, in 5000 Meisen, und der Lim hat in die Mitte von Zürich, beautiful, a palace, and all these clothes, cashmere and silk, and Mamma Mia, es war beautiful. And I met all these amazing people, unter anderem diese Dawn Kleist. Die Stylistin, und Dawn hat mir geholfen, diesen Schritt zu machen, aus dem Laden, onto the street, and to work as a stylist. Sie hat mir Jobs gegeben, sie hat mich zum Fernsehen gebracht, wo ich dann super gearbeitet für Jahre. Die Leute eingekleidet als Stylist, das war wonderful. Die 90er habe ich deinen Vater kennengelernt, wenn ich das sagen darf. Der Heinz Marger, ladies and gentlemen, presenting Heinz Marger. Geiles hier. Das stimmt. Anyway, no, it was a great time. Und er hat mir auch unterstützt, oder? In meiner Arbeit. Und er sagte, hey, great, where are we going to shop today? Dann werden wir shopping gehen, und ich werde ihm einkleiden, und er hat Spaß gehabt. Und all die Leute along the way. That was one person that was major in... Good, Hannes B. war auch ein major person. I was doing... In my first few years, in den ersten Jahren in die Schweiz, in die 80er Jahren, habe ich auch am Anfang, und ich bin in die Schweiz, erste paar Monate in Winterthur gelandet. Mein Gott, wo sind wir gelandet?
Winterthur, my hometown in Switzerland, by the way. Don't knock it. But I couldn't wait to get out. Aber vor Kapstadt, ich bin noch nie gesehen. Aber wenn der Kapstadt schon nur auf Bilder siehst, Winterthur, ich finde Winterthur ganz toll. Aber schon. Wait till you go to Cape Town. Aber schon ein Szenenwechsel. Ist ein Szenenwechsel, ja. Nein, es ist spannend, weil, of course, it was another moment in my life. Ja. Yeah. And people helped all along the way to make my life, to things fall in place. Unbelievable. Mm-hmm. Unbelievable. So Hannes was an important person. Dawn was an important person, Dawn Kleiss. And then, then I remember going to audition for Cinderella. Das war TV3 damals. TV3. Steam. That's 20 years ago. Over 20 years ago. Oh my God, steam. And dann habe ich plötzlich diese Audition gemacht. Dawn hat gesagt, das musst du machen. They're looking for a stylist on the show. That means you're going to be on TV, Clifford. I was like, oh yeah, great, at last. At last. And so I got the job because of this amazing woman. She was doing the auditions for the Leute. And I remember she, Lavoisier and Roland Kessler, I think, were auch. And then had some interviews. Ruth? No, it wasn't Ruth. I'm sorry, I forget her name. But anyway, she believed in me. Mm-hmm. She asked me something like, ja, warum willst du jetzt dieses Job machen quasi? Mm-hmm. You know, we want a stylist on TV and you have to... Was ist dein Ding? I said, hey, Kleid ist mein Ding. Hey, ich liebe Kleider, an Frauenkleider, Männerkleider, einfach Stoffe. Und weil ich seit Kind ab, habe ich meine Mutters Garderobe fantastisch gefunden. Ich war immer in meiner Mutters Kleider, immer. Anprobieren, ausprobieren, umändern, einordnen, kombinieren. Mein Vater Sache auch, seine Schuhe zum Beispiel, und seine Hemden, und seine Accessoires wie die Cufflinks und the Bones for the Kragen, weißt du, die Stäbeli für die Kragen, all die Sachen, die Männer brauchen für ihre. Yeah. Und ich war Kind, oder? Meine Mother so Earrings and Lipstick and others too, oder? That was my world. Mm-hmm. So sie hat mich gefragt, ja, was warum willst du das machen? Los, Kleider habe ich geliebt. Meine Mutter hat so viele tolle Kleider gehabt. Unter anderem hat sie Kleider zum Tanzen gehen, weil die haben damals Gesellschaftstanz war sehr groß. They had a big band and my mom and dad would go dancing on a weekend, Hotel Blue Moon oder so etwas. And then she would get all dressed up. I loved it. Yeah. She left the house looking fabulous. I thought, why doesn't she walk around like that at home? Aber, and dann, sie hat mal mehrere Kleider. Und eine habe ich sehr gern gehabt, haben sie erzählt. Ein hellblaues Chiffon mit viel Schippe. Es war ein 50s Dress. Mm-hmm. And the bodice was strapless. And the bodice, dieser Teil war voll wie Swarovski Kristall. Und die Titten haben einfach so geglänzt wie verrückt. And it had a stola, and it was so beautiful, and that I loved that dress. So I told her the story, but she thought it was you got the job. Mm-hmm. I got the job just by sharing my delight and pleasure. Yeah. Und auch weil du frei bist in so einem Moment. Du tust dann wahrscheinlich nicht zu viel hinterfragen, nicht zu viel nachdenken, sondern das sprudelt aus dir raus. Und das macht's aus? Ich glaube schon. Ja. Yeah. Das war's. Ich war ungehemmt. Ja? Yeah. You know. Oh ja, yeah, we'll take him. Ja, yeah, yeah. Weil das denke ich immer bei zum Beispiel Shopping Queen. Wenn ich Shopping Queen geschaut habe, und ich hatte dann mit den Produzenten mal zu tun gehabt für Sendungen, die ich gemacht habe in Deutschland, und habe mit denen darüber geschwätzt. Und dann haben sie gesagt, der Guido ist einfach, das ist ihn einfach gesehen. Einfach seine Art. Also, und das ist dann völlig egal, ob er ein guter Designer ist. Er ist, glaube ich, ein sehr guter Designer. Aber völlig unabhängig von dem. Ja. He's a personality.
Und ist ein gewinnender Mensch. Ja, und die entwickle ich über ein Leben lang mit eben, in dem Fall, guten Wert, das Bedürfnis, richtig zu schwätzen, zu reden, to behave, Manieren haben, nett sein zu Menschen. Bin ich wirklich fest der Überzeugung, dass das irgendwann auf einem zurückkommt. Ja. Also Karma sozusagen. Und vor allem auch in dem Fall, was ich jetzt so ein bisschen gehört habe, du bist Schaufensterdekorateur gesehen und hast gefunden, es ist mega toll, aber ich will noch etwas anderes. Du schaffst in einem von den schönsten Läden in Zürich in Fashion und sagst, es ist ganz toll, aber ich will noch mehr. Das ist für... Ich wollte stimuliert sein. Ja, und ich glaube, für Erfolg und für persönliche Zufriedenheit ist glaube ich, nie gut, wenn man sich d'accord gibt mit dem Ist-Zustand. Yeah. When you put up with things. Ja, weil der bleibt nicht immer so, sondern irgendwann geht sie ein bisschen runter oder sogar fest haben. Nein, das stimmt. Es braucht so viel Energie, dann jeden Tag aufzustehen und wieder das Gleiche zu machen. Und etwas mit dem Feel-Good, woran ich gerade gedacht habe. Schaufenster, Schaufspiele, also irgendwas mit Schau war irgendwie angesagt von damals. But I think also das, da war auch, I know what it is, it's very dark maybe, with this, my parents having, ich habe keine gesagt, dass, oder das Zuhause war nicht immer so rosy. Und um das zu verstecken von meinen Schulkollegen und so, habe ich immer gelächelt und ich war immer der happy sunny boy. Weil ich wollte nicht, dass die anderen wissen, was da hinter unserer Tür da passiert bei mir zu Hause. Das war nicht immer lustig. Yeah. And so I think ich habe so wie eine Panzer, oder not a Panzer, but a Maske vielleicht, von wow, es geht mir gut, alles ist besonders, hey, fantastisch. Und dann habe ich auch eine, wollte die Leute vielleicht glücklich damit machen, mit dieser Schauspielsache, dass ich inszeniert habe, und dann gesungen wie ein Wilder in die Chor und Klavier gespielt, um to entertain. Yeah. So, entertaining makes people happy. Entertainment is there to make you happy, not to make you cry. Yeah. It's tragedy and comedy. Mm-hmm. And comedy is what people love. Few people want tragedy. Wenn ich etwas poste, dann ist es ein bisschen trist, weil ich finde Trist auch sehr schön. Ja. Dann bekomme ich manchmal so Bemerkungen. Ja, schön, aber es ist traurig. Na und? Traurig ist auch schön. Nein, traurig ist nicht schön. Ja. Aber doch. Und entertaining liegt mir. Ich glaube, I like to entertain. Und ich würde auch, das ist meine nächste Kapitel, Chapter 6. It's just pure entertainment. Ja. Und because jetzt war ich Stylist, war auch für 25 Jahren oder was. Und ich hatte gedacht für ein paar Tage, was willst du wirklich machen, wenn im Lockdown du hast keine Möglichkeiten mit Leuten zu treffen und zu shoppen, und die Shops are closed and the people don't want to shop, they're buying online. Yeah. Oh Gott, wie geht es dann weiter, oder? Ja. Yeah. Und was ich sehr gerne tue, ich lese gerne laut. I like to read out loud. Und ich dachte, was tue ich noch gerne? Ja, ich trinke gerne eine Tasse Tee am Nachmittag, oder? Wie kann ich dir? Und ich habe gerne ein Glas Champagner. Du, was kann? Hey, Tee, Reading, Champagne. Die drei Sachen bringe ich in einem. Und ich würde, bis ich sterbe, Leute einladen zum Tee. Ich würde ihr bis lesen, ein Glas Champagner am Schluss. And that's what I'm going to do for the rest of my life. That's going to be my beruf. Das ist ja großartig. Das ist großartig. Also, dass ich so lange gebraucht habe, auf diese Idee zu kommen. Aber du kommst ja auch erst auf so eine Idee, nachdem du alles andere gemacht hast. Absolut klar. Ich wäre nie auf die Idee gekommen vor 30 Jahren. Ja, aber dann strebt man nach anderen Sachen. Ja. And now I just feel like, hey, chill, relax, you've done it. Es geht ja für alles der richtige Moment sozusagen. That's it. Ja. That's it. Das ist ja großartig. Ja. Und dann lese ich Gedicht.
Ja, ich stelle mir vor, eine Potpourri von Sachen. So. Yeah. Also es muss unterhalten sein. Ich möchte dir also ein Programm vorstellen. Hey, ich lese euch von diesem Buch einen Teil, eine Passage, vielleicht nur ein Paragraph. Mhm. Etwas, was, wow, dass dir sagt, hey, oh, you remember einen Satz von einem Buch von Huckleberry Finn oder Charles Dickens oder und man muss nur ein bisschen hören von dem Text und es erinnert dich an vielleicht deine Kindheit oder etwas. Mhm. A great book that yeah. you've read. Weißt, und ich finde es so spannend, wir haben so viele fantastische Bücher und so viel Literatur, it's amazing stuff. Mhm. Mhm. And I mean, die klassische Literatur ist amazing. But auch die moderne Sachen sind absolut fantastisch. Mhm. I mean, I like Tom Wolfe, he's fantastic. And Colin McCann, he's got this new book called Apeiron, it's an amazing story about in Israel and these two verschiedene Polen, wie die aufeinander prallen und mhm. trotzdem sich verstehen und finden. Und mhm. es ist sehr traurig, aber it's beautiful. And the writing is just amazing. Und dann, oder ein Gedicht, ein Poem. There was a boy whose name was Jim. His friends were very good to him. Mm-hmm. They gave him tea and cake and jam and slices of delicious ham and chocolate with pink inside and little tricycles to ride and read him stories through and through and even took him to the zoo. And there it was that dreadful fate befell him, which I now relate. You know, at least you ought to know, that children never are allowed to leave their nurses in a crowd. Now, this was Jim's especial foible. He ran away when he was able. And on this inauspicious day, he slipped his hand and ran away. He hadn't gone a yard when, bang, with open jaws, a lion sprang and hungrily began to eat the boy beginning at his feet. Now, just imagine how it feels when first your toes and then your heels and then by gradual degrees your shins and ankles, calves and knees are slowly eaten bit by bit. No wonder Jim detested it. No wonder that he shouted, "Hi!" The honest keeper heard his cry, though very fat. He almost ran to help the little gentleman. "Pronto!" he cried with angry frown. "Down, boy, put it down!" The lion made a sudden stop and let the dainty morsel drop and slunk reluctant to his cage, snarling with disappointed rage. When he bent him over him, the honest keeper's eyes were dim, the lion having reached his head. The miserable boy was dead. When nurse informed his parents, they were more concerned than I can say. His mother, as she dried her eyes, said, well, he'd never do as he was told. His father, who was self-controlled, bade all the children round attend to James's miserable end. So, always keep a hold of nurse for fear of finding something worse. So that's the sort of thing I might read. Wow. That's what I might do. You may be lucky enough. You know, aber du musst ja nicht mal lesen. Du hast das jetzt auswendig? Ja, das. Die habe ich auswendig gelernt seit Jahren. Das habe ich in der Schule. Ich war fasziniert von jemandem, eine Frau hat das erzählt. A kind. A school concert. Yeah. She read this poem and I'm sitting there thinking, ah, that's amazing. I got to do that. And I learned it, and I learned it, and I learned it. It's a long poem, it's long. It's really long. Bloody long. Hilaire Belloc. And, but I learned it. I've never forgotten it. And it's my party piece, so to speak. Das ist ja großartig. Weißt du, ja, ich leide es auf Englisch nicht auf Deutsch. Da war ein Bub, sein Name ist Jim. Nein, das muss so los. Das ist ja. Nein, ich werde natürlich auch mal in Englisch lesen. Ich habe auch gerne die deutsche Sprache, aber weißt, ich habe nie Deutsch gelernt, leider. Also nicht wirklich. Das ist auch ein bisschen a Mangel, not having a language of the country you live in, der wirklich beherrscht. Es ist ja so gemein mit dem Schweizerdeutsch. Weil du, wenn du probierst, Deutsch zu lernen, sprechen ja hier noch alle Schweizerdeutsch. Ich spreche anders wie Christoph schwätzt anders wie der Dani nebendran und so weiter und so fort. Also es gibt leider wie nicht so eine klare Linie, die man befolgen kann. Ja. Und man mischt alles zusammen im Kopf und so. Ich finde es extrem anstrengend, weil du kannst Deutsch lernen, aber das bringt dir in der Schweiz dann immer noch nichts. Nein, aber, also richtigerweise habe ich, also man hat in Winterthur alle Schweizerdeutsch geredet, ja. Oder
Italienisch oder Portugiesisch oder. But meine Freunde, die Leute, die ich kennengelernt habe, dann haben der gesagt, du musst vergiss Schweizerdeutsch, lern Hochdeutsch und dann kannst du Schweizerdeutsch mal mitkriegen. Das kommt dann von natürlich. Mhm. Und das ist ein bisschen so gewesen, aber ich habe nicht Deutsch richtig gelernt. Ich war nicht in die Deutschschule, oder, aber ich habe Deutsch immer wieder gehört. Mhm. Dieser erste Freund, der Tony, mit dem ich in die Schweiz gekommen bin, seine Muttersprache war Deutsch, aber er war Schweizer, seine Mutter war Deutscher. Und er ist in Bonn aufgewachsen, in Düsseldorf. Ja. So, er hat gutes Deutsch gesprochen. Und das ist in meine Ohren geblieben. Und dann war ich ein paar Jahre in einem Schauspielhaus und im Opernhaus tätig, wo ich super Deutsch gehört habe. Mhm, klar. Und das hat mich auch geholfen. Und mit deutschen Freunden Deutsch gesprochen, Hochdeutsch. Da bin ich nach Berlin gegangen, Hochdeutsch, München, Hochdeutsch. Ich habe gemerkt, hey, ein paar Wörter waren ein bisschen Schweizerdeutsch, aber eigentlich war es besser. Ich habe mehr Deutsch als Schweizerdeutsch gehabt. Und dann, wenn ich bei Hannes B. gearbeitet habe, das war 1987, meine Kollegen haben alle Schweizerdeutsch geredet. Mhm. Hey, das Gabriele von Wiel und so weiter. Da muss ich schnell Schweizerdeutsch lernen. Und die Kunden waren alle, nein, die waren nicht alle, aber viele Schweizerdeutsch. Yeah. Und es war egal, Hannes war okay, dass ich nur könnte Englisch. Yeah. Ich könnte nur Englisch, das war ihm egal. Yeah. Weil die anderen haben können mit den Kunden Schweizerdeutsch und Französisch, oh mon Dieu. Terrible. And all the language. Und dann der eine Kollege, Saro Straguadani, ich weiß nicht, wie sie den Namen könnte, oder von dann diese verschiedenen Sprachen. Mhm. Und dann die Schweizer, von der eine ist von Bern gewesen, Bernerdeutsch, Gabixi, und der andere ist Basel, weißt du. Und dann lernst langsam so the clichés von the languages in the verschiedenen Regionen. Und jetzt kann ich mich schon ein bisschen unterscheiden. Und weil ich habe einen super Job gehabt für eine Weile, so zwischen Jobs in die Schweiz. I was a salesman selling shampoo. Really? Ja. And I got a car, Cabriolet sogar, a Fiat Panda, I think it was. Pink Punto, a brand new. Punto is when you was early 90s or mid 90s or sowas. Yeah. Und ich könnte a Cabriolet haben in so Kingfisher Blue. Alle Shampoo hinter, ich mit dem Liste von Salons in die ganze Schweiz, die deutschsprachige Schweiz. Und dann bin ich weggegangen, gefahren, dann habe ich die ausgesucht, ohne Navigator, by the way. That's how long ago it was. You had to find places on maps and streets. Und das ist lustig, da habe ich wahnsinnig viele von der Schweiz gesehen, alle Dörfer. Mhm. Und Städte, alle Coiffeursalons, hin, überall. Ja. Mit alle gesprochen. Jedes Wortspiel mit H, hast gesehen. mit H? Mit Haar, weißt du? Mit Haar. Ja, jeder Coiffeursalon hat ein Wortspiel mit H, oder? Ja. Was Low, dry und so weiter. Ja, nein. Föhn. Haarscharf, genau, Haarscharf, Harakiri. Ja, auch gut. Harem. Ja, that was a good one. Yeah. Und so weiter und so fort. Yeah. Yeah. Und dann bist du einfach mit dem Aussendienstauto bist von Salon zu Salon. Ja, das ist wahnsinnig, natürlich. Hallo, ich bin der Clifford Lilly und ich habe ein neues Shampoo. Ja, was für ein, der Paul Mitchell, das ist der neue. Oh, wirklich nie gehört. Das ist, ja, aber hey, wir brauchen keine nur, wir haben Welle, wir haben Telescope, wir haben und so weiter, L'Oreal und so weiter. Und sagt, yeah, but you don't have Paul Mitchell. Mm-hmm. Das ist die Beste, South American, whatever. And sometimes I was had a Erfolg und manchmal nicht. Yeah. Natürlich, aber I was the first one, also ich war die erste Person, die dieses Shampoo, who took it on the road. Because the people who owned the franchise were friends of mine. Again, friends, they brought me further, weißt du? Yeah. Und vielleicht da war auch diese Attitude, I'm a friendly person, I've got a gute Ausstrahlung, ich würde der andere Person begegnen und ehrlich sein mit denen und kommen vielleicht ein Geschäft entstehen. Mm-hmm. And sometimes it worked and sometimes it didn't.
Ja, aber du bist ja dann, das finde ich eben noch faszinierend. Es geht für mich Verkäufer und es geht für mich Menschen, die einfach sind, wie sie sind. Und wegen dem sind es dann auch noch gute Verkäufer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich kenne, wo ich noch bei der Versicherung geschafft habe, hat es auch die gegeben, wo wegen dem vielleicht zwei Abschlüsse weniger gehabt haben, Ende Jahr, aber die sind immer ehrlich und aufrecht gesehen und haben gesagt, ich bin jetzt ehrlich mit ihnen, das brauchen sie nicht auch noch, weil sie haben das und da, da. Und dann hat es die gegeben, die einfach gesagt haben, und ich hau noch einen drauf, nehmen sie noch die Versicherung. Du musst durch. Das haben. Genau. Und hängen nachher drauf und sagen, ich bin der Geilste. Und dort ist für mich immer der Unterschied gesehen zwischen Verkäufer und Menschen, die einfach per Zufall auch noch gute Verkäufer sind. So. Und ich habe sehr fest Gefühl, dass du das Zweite bist, weil eben, du bist oft immer der, du bist oft immer der selber. Ja, ist das Beste, ne? Ja, aber es ist nicht so einfach. Gibt ja niemand anders. Ich bin ja, I'm number one after all. Aber es ist ja nicht so einfach. Also viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich selber zu sein. Also weißt du, sure. Unsicherheit, sure haben viele Leute das. Zweifel. Nicht jeder ist, hey, great, I'm the greatest. Mhm. Und weißt du, for a long time, auch habe ich die Schauspielschule gemacht, das war super gut und das hat meine Self-Esteem aufgebaut. Aber trotzdem, ich war immer noch nicht, weil ich kam to Europe, plötzlich wohne ich in die Mitte von Europa, in ein schönes Land für die Schweiz, wo alles, Leute haben gute Education, where you've got Paris is a, and Germany, and you've got Austria, you've got Italy, and the Renaissance, and all the history, and the art, and all these amazing things, wovon ich in Südafrika nur irgendwie weit weg. And now I was in the middle of European culture. Yeah. Amazing place to land up. But it also made me feel a little insecure, natürlich. Not quite sure. But then I knew I was a nice guy, and I was a pleasant person, and ich komme schon wieder. Aber es war wichtig, dass, also, die Schweiz war für mich absolutely the best place I could possibly have come to. Mhm. Die Schweiz war das beste Land für mich zu landen, weil, hey, es war, die Schweizer sind, weißt, man sagt, oh, die Schweiz ist so geschlossen oder zurückhaltend, so. Mhm. This is the best, weil das ist echt. Das ist nicht gespielt, das sind so, und dann kommen die User, oder die sind nicht nur so, es gibt auch andere Schweizer, die sind voll draußen und crazy und verrückt, I know them as well, but die sind erstens, also I hate to use the word correct, aber die sind meistens korrekt, oder deswegen funktioniert alles, weil die Leute verstehen, was das heißt, Verantwortung zu haben. Und so funktionieren die Sachen. And of course, there are people who, well, maybe not so, but on the whole, things work. You can rely on people. You can trust people. They're not going to stab you in the back, steal your wallet, take your phone, hit you over the head for your, you know, where I come from, crime was huge. Mm-hmm. Kriminalität was Angst haben, Straße zu gehen. Yeah. And here it was peaceful. Kein Krieg. Menschen wissen, was sie machen. Die wollen nicht immer so Halligalli, Wallibali. Die waren auch manchmal ruhig und es war schön, die so zu erleben. Es war schön, mit Leuten am Tisch zu hocken, stundenlang. Ich habe am Anfang nicht Mühe gehabt, mit zu sitzen, erst wegen der Sprache, aber es war nicht gewöhnt, so lang einfach gemütlich miteinander zu sprechen über ein Fondue oder so etwas. And I learned the value of that. Jetzt schätze ich das sehr. Ja. Yeah. Es war nicht einfach, but it was the best thing I could have done. So, ich bin, das hat auch geholfen. Und dann in die Schweiz habe ich auch gelernt, was das heißt. Ich habe das Wort Verantwortung. Oder you vote. You can say what you feel or what you want. It's an opportunity. If you don't win, you say, fair enough. Ich kann es aber I did my part. Und, also das mit der Verantwortung, das war auch eine gute Sache. I don't think I knew. Ich glaube, ich habe nicht gewusst, was Verantwortung war vorher. I didn't really understand it. Yeah. Our individual responsibility. So it's been a really amazing time here. Und ich bin sehr dankbar und ich bin glücklich hier. And I feel good. I feel good in the Schweiz. Das ist schön, weil ich habe es mir noch nie überlegt,
Weil, weißt, logischerweise redest du immer wieder über das eigene Land und über die Menschen in diesem Land und wie sie sich eben benehmen und ihre Mentalität und so. Und oft ist mein Empfinden für Künstler und Menschen, die nicht der Norm entsprechen in dem Moment, für die gibt es viel Hindernis und viel Negativität und Zweifel. Und das ist wahrscheinlich auch ein grundsätzlich menschlicher Charakterzug. Nämlich, wenn ich mir etwas nicht getraue, warum sollst du dir das getrauen? Und darum sage ich dann, wieso sollst du das probieren, das wird eh nicht. So. Und das ist sehr schweizerisch für mich. Es hat mir aber auch geholfen, es dann umso mehr zu machen, weil ich gesagt habe, wenn die das Gefühl haben, es klappt nicht, ich habe das Gefühl, es klappt. Also eben dann muss man an sich selber glauben in dem Moment. Aber was du jetzt gesagt hast, ist extrem schön, weil du hast zwar so eine Wand zuerst, aber wenn du die durchbrichst, die Menschen sind echt. Und das finde ich extrem schöner Gedanke. Das habe ich mir so noch nie überlegt. Mm-hmm. Ja, das ist die, like the reward for staying with it and believing. Yeah. And trusting your fellow man. Mm-hmm. It was very interesting. Yeah. Und wenn du als so offene und fröhliche Mensch, die in der Schweiz bewegst, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Leute dann sehr zurückhaltend sind, sondern sie tun sie eigentlich willkommen heißen, wenn jemand mal so ist. Hey, aber los, am Anfang war auch manchmal ein bisschen too much für die Schweizer. Und da dachte ich, das ist crazy. Weil I was a little bit, ich war auch 40 Jahre jünger. Ja. And can I tell you a story? Eh? Yeah, of course. So feeling great in the Schweiz, my first years, also ich vielleicht war ich ein Jahr, ich war, glaube, ja, es ist mein erstes Jahr, war ich immer noch in Winterthur. Mm-hmm. Und bekomme ich Besuch aus Deutschland. Deutsch habe ich kennengelernt. Und there was an anderes girl von auch irgendwo anders jetzt. Also egal. And they came to me in Winterthur and I said, hey, what shall we do? Komm, gehen wir nach Basel, da gibt's ein Fest. Muggestreich. Mm. Ich hatte, du können uns verkleiden, ist das wie Mardi Gras. Ich sagte, keine Ahnung, ich komme von Muggestreich. Die sagen, ja, wirklich? Ich sagte, ja, komm, wir gehen als Clowns. Dann haben wir uns schwarz und weiß Klamotten gefunden, roten Mund gemacht, Joker-mäßig, weißt du? In dem extra Zug zu dem Hauptbahnhof. Oh mein Gott. Niemand wollte bei uns sitzen. Haben uns angeschaut, wie komisch wir sind. And where am I? I'm talking English probably, weißt du? And then we get to Basel. Da waren keine Leute waren angekleidet, niemand im Zug, die waren alle normale Klamotten an. Ich dachte, was soll das? Das Land ist ja traurig, die Leute können nicht einmal mitmachen an einem Fest. Wir könnten nicht mal in der Beiz, die haben uns nicht wollen servieren. We really fucked it up, I tell you. Zum Glück, niemand hat mich erkannt damals. Oh mein. Aber das war ja mit, das war eine Tradition, da geht man nicht in Fancy Dress. Aber hey, when you don't know that, yeah. You put yourself in a very difficult position. Mir ist das Umgekehrte passiert. Ich bin letztes Jahr zum ersten Mal an die Luzerner Fasnacht. Und der Kollege, der Armando, der hat mich eingeladen, ich habe bei ihm können schlafen und alles so. Und dann wirklich mehr so noch nebenbei. Weißt du, ich bin schon, ich glaube, 10 Minuten, bevor ich bei ihm bin, Leute mal sagen, okay, ich bin jetzt dann gerade bei dir. Und mir ist nicht einmal in Sinn gekommen, dass man sich verkleiden könnte, respektive sogar müsste. Weil ich gehe ja als Zivilist. Ich mache ja nichts Aktives, weil eben von der Basler Fasnacht ist es, ich bin entweder im Kostüm, weil ich bin jetzt in der Clique und sonst bin ich passiv und dann habe ich mich nicht verkleidet. Und ich so, geil, aber man muss sich nicht verkleiden. Und er so, ja doch, natürlich, ich gehe als Greta Thunberg. Und ich so, was? Ich habe nichts im Fall. Oh Gott. Dann hat er irgendwie im Keller hat er noch so eine Police-Weste gefunden. Die dann habe ich irgendeine Sonnenbrille angezogen. Und er hat knapp ausgesehen wie so ein Polizist. Aber es ist mir so peinlich gewesen, weil ich habe nicht mal daran gedacht, dass man sich könnte verkleiden. Gut, oder? Dass du es mir sagst. Jetzt weiß ich, was ich anziehen muss, wenn ich nach dem Luzern gehe. Muss ich nicht verkleiden. Ja, es hat viel Gretas gehabt letztes Jahr.
Ah, das ist richtig. Ah, da muss ich mal unten hingehen, unbedingt. Mhm. Sehr lustig, sehr lustig. Und etwas mit dem, war viel gut ist die Thema, nicht? Ja. Wenn ich dann erst in die Schweiz war, der erste Jahr war natürlich ein bisschen schwierig, dann habe ich die Ballettschule in Villa Egli, da wo ich immer noch wohne, habe ich angemeldet in dieser Ballettakademie in die Schule, um meine, als irgendwas zu haben, eine Bewilligung habe ich gebraucht und I needed a student visa, dass ich könnte dann, das habe ich bekommen als Ballettstunden, dann bin ich in die Stunde gegangen, zum Glück habe ich ein paar Schritte können machen. And then habe ich Jobs bekommen in die, als Statist in die Stadttheater. Mhm. Das war ziemlich interessant, weil von meiner oder Theatertraining, I was a pretty good Statist. Ich war ein sehr ausgesuchter Statist und die Regisseure damals haben mich gekannt and I was always used. Yeah, ich habe immer Jobs gehabt. Edelstatist. Edelstatist hat es geheißen. Und ich war, war ich in die Opernhaus als Extratänzer in Wozzeck. Die haben so Tanzszene. Und dann war ich in Cabaret, habe ich eine kleine Rolle als der Kellner gehabt. And that was fantastic. And then I was in mehrere Opern als einfacher Statist. Was fantastic, weil ja das ganze Orchester ins Musik und die ganze, das ganze Theater oder Opernhaus Zürich. Und manchmal sind wir auf Tournee gegangen. Mega schön. Und im Schauspielhaus dann ein bisschen schlanker natürlich alles. Aber auch sehr interessant, diese Theaterstücke, dann habe ich Schiller gehört und so. And die Welt, das deutschsprachige Theater und fantastic actors and actresses, mit den meisten sind jetzt leider tot. But Christoph Waltz habe ich dort kennengelernt. Wirklich? Ja, er war in seiner Anfang seines Karriere, hat er die Hauptrolle in Amadeus bekommen. Und dann haben wir uns kennengelernt, wir haben Spaß gehabt, er hat sehr gern Englisch gesprochen und seine Frau ist dann gekommen aus den USA, die Jackie, und die haben ein Kind gehabt, Miriam, dann haben die ein paar Babysitting habe ich gemacht manchmal. Wirklich? And we became good friends. Yeah. So it's fantastic that he got. Inglourious Basterds, amazing film, huh? Yes. Wow. Das Christoph ist, was fantastic, was für ein toller Film. Das ist ein von der... auch von der Tarantino-Film, ein von der besten Filmen, die ich gesehen habe. Ein von den besten, finde ich auch. Also, wirklich. Und das ist meine Lieblingsszene, wo er sagt, it's a bingo. It's amazing. Das ist sehr schön. Na, und damals habe ich dann auch natürlich, man musste mich Fuß fassen und mich zurechtfinden da. Kaum Geld kam. Manchmal könnte ich Joghurt gepostet, ein Brötli und... Banane oder so bis per day. Mm-hmm. But it didn't matter. Yeah. I was like a student. And because I think we earned about 30 francs a night oder so. Yeah. 30 Franken pro Vorstellung. It was a lot. You do a lot with 30 francs a night. Yeah, a day. Obviously. You can pay your rent, you can pay the Krankenkasse, und du kannst noch ein Bierli haben. Das ist mein Corona-Erwerbsersatz. But then something very interesting happened. I went to, I did a course, a training, called the S-Training Demos in America, and it was very much about discovering who you are and using your full potential to find your way in life. It was perfect for me in the beginning, am Anfang für meine Schweizer Phase. And eine Frau hat mich kennengelernt hier in der Schweiz und sie hat gesagt, ich will dich haben in meine, this thing was called World Runners. Es war eine Gruppe von, die haben sich zusammen, sind zusammengekommen, um die Ende, die Welt Hunger zu beenden. Und das war like the early 80s und Welthunger war ein Thema. Yeah. Und wie immer, bin ich immer noch. Und wir haben gemeint, hey, wir schaffen es bis 2000 Welthunger zu beenden. Yeah. What a goal. Dann habe ich diese plötzlich das erste Mal in meinem Leben ein riesiges Ziel gehabt. Yeah. It felt like the first time. Also it's impossible. What a really idealistisch. Leute haben gesagt, ihr spinnt, das kommt nie. Möglich, Hunger kann schon nie enden. But if you don't have the
Wenn du diese Attitüde nicht hast, kannst du das nicht machen. Dann musst du gar nicht probieren. Wir haben dann das Club, es war wirklich ein Club, World Runners was a running club. And wir haben durch den Jogging haben wir Geld gesammelt, Spendegeld gesammelt, und wir haben dann in verschiedenen ausgesuchten Projekten dieses Geld gegeben. Mhm. So, Sponsor Runs pro Kilometer hat man, weißt du, wie das System läuft. Und das war auch eine gute Zeit für mich, weil ich habe gelernt, Schweizerdeutsch mit den Leuten zu sprechen, was wir machen. Ich musste mir die Schweizer da in Riesbach erzählen, hey, das machen wir jetzt. Yeah. And people were amazed, because we started to make money, and das war eine gute Zweck. Mm-hmm. A bit broad maybe, a bit wild, a bit mad, a bit out there, but es war immerhin, wir haben etwas getan. Und während dieser Zeit habe ich auch sehr viele gute Leute kennengelernt, mit denen ich heute immer noch guten Kontakt habe. Und ich habe dieses mit der Verantwortlichkeit wieder in Zusammenhang, einen Lauf organisiert an die Olympischen Spiele in 1984. Mhm. And we were a team of runners. We started in Genf. Bernard Russi war der erste Runner. He carried this Stab, unterschrieben von the Nobelpreisträger, dass Hunger kann und muss beendet werden. Es ist nur die politische Wille, der fehlt und so. Und dann haben wir eine Gruppe von, ich weiß nicht, wie viele Läufer, 20, 30 Läufer. Wir haben dort angefangen mit dieser Staffette, und es war ein Staffettelauf von Genf nach Los Angeles, Olympischen Spiele 84. Wow. Durch die Schweiz. Jeden Moment waren wir irgendwo anders auf dem Weg, organisiert und so. Perfect. And then we flew the baton to New York from London. Yeah. And then I joined, mitgerannt von New York nach Los Angeles, to bring the message, we can do it. Yeah. Welthunger kann man beenden. Es war nur um die Aufmerksamkeit auf diese Sache. Wie viel bist du denn gerannt von New York aus? Es war die ganze Lauf von Genf nach Los Angeles, hat 2 Monate gedauert. Yeah. Und jeden Tag hat man verschiedene Distanzen gelaufen. Und manchmal war der ein Running Club oder a Division from the United States Army came to help us run over the Rocky Mountains, for instance. Und manchmal, da war niemand. Und dann mussten diese Stab, selber rennen. We've traveled in the New York City School Bus. Das war die Hälfte von den Sitzplätzen, waren dann ausgenommen. The windows were broken. And the first driver was an alcoholic. And second driver was also an alcoholic. Also, bei jedem Moment sind wir diese Wege gegangen nach Los Angeles. And I can't tell you how many kilometers I ran, but I ran. I was so fit. I felt fantastic. And so we felt fantastic, and we were fantastic, and it was fantastic. And so we spread feel good because it wasn't much of a great. It was really one of the greatest things I did. It was a highlight of the 80s, definitely. Großartig. Yeah, it was great. Yeah. Anyway, es hat dann eine Wirkung, oder? People are happy to see you. You make people. You're doing something positive for the community, for the world. Und dann habe ich in den 90er Jahren, das ist irgendwie, I had other interests and things changed. Mm-hmm. But for quite a few years, I was very engaged. It was great. It was very good. Ich glaube, man muss immer schauen, dass wenn man eben so Sachen macht, darum hat sich vielleicht deine Interesse dann auch geändert, dass man sich selber dann irgendwann nicht vergisst. Mm-hmm. Weil wenn du nur für andere Sachen schaust und sorgst, dann vergisst du irgendwann dich selber. Und dann kann es auf einmal nicht mehr so gut gehen. Mm-hmm. Also, ich habe das Gefühl, man muss immer zuerst bei sich schauen und dann kann man auch ganz tolle Sachen machen. Ja, 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 es hängt davon ab, wo du stehst in dem Moment. Mhm. Ja. Und dort hast du dann mehr für dich noch mehr so Sachen herausfinden, machen. Wie meinst du? Eben, wenn du sagst, deine Interessen haben sich geändert. I got a regular job, because then the Theaterarbeit hat aufgehört, weil ich habe gedacht, hey, ich war 86, ich muss etwas machen. It was 1986. And I was already 6-7 years in die Schweiz. Yeah, yeah. Und ich habe immer noch nicht wirklich gut verdient. Ich habe nur Taschengeld gehabt. Mm-hmm.
Mhm. Ja, eben. Dann muss man irgendwann für sich schauen. Und in der Schweiz ist es nicht leicht. Und in Zürich. Ja. Und dann eben, dann ist Hannes, hatte ich Hannes B. kennengelernt. Und eines Tages stand ich vor dem Laden da in Limmat in Zürich. Beautiful, beautiful Laden hatte gehabt. Und stand vor dem Haus. Und ich habe ihn gekannt, so ein bisschen. And I was walking past, said, hi, Hannes, how are you? Hi, Clifford, how are you? Ich habe gesagt, du kennst ja viele Leute, Clifford. Kennst du nicht jemanden, der für mich schaffen kann? Ich sprach einen Verkäufer, es ist ausverkauft und ist, ist weggegangen und jetzt habe ich nicht genug Blüten und so. Ich sagte, oh, brauchst du jemanden? Also, ich komme morgen. Ich sagte, gut, ich kleide dich in Seide von Kopf bis Fuß und du kannst bei mir morgen anfangen. Quasi, das ist kind of idea, this is how it worked. And before, yeah, then I had a full-time job and I earned like 3,400 francs a month. And it was hallelujah, let the good times roll, party on. I booked my first ticket to South Africa. Ich bin 6 Jahre in die Schweiz, bevor ich nach Hause geflogen bin. Ich konnte die Reise nicht also zahlen. Yeah. That was the reality. Now I go every year. But things change. Mm-hmm. And that was sehr ein guter Schritt zu machen. Again, I had to take responsibility. I had to do this job. I had to be at work jeden Morgen um Nuni, Viertel vor Nuni sogar, Kasse machen, Staub saugen, stauben, Sachen schön packen, weich ausfüllen, und, alles, oh Gott, Tag für Tag. Und dann bis 6:45 am Abend. Hey, 6 days, 5 days a week. Ja, und du stehst nur. Und du stehst nur. Das ist für mich was. Ja. Und du wartest, weißt du, bist nicht in Manor oder irgendwo, du bist in einer vornehmende Boutique, da können die Leute nicht schauen, weiß ich. Da musst du dich auch Zeit nehmen für die Leute, da musst du Zeit nehmen für die Frau May und Frau Müller. Frau Müller, Frau May, wie geht es Ihrem Mann? Weißt du, sagen Sie, wie lange Sie, wie geht es Ihrem Mann? So geil. Und dann habe ich auch, ich habe dann all diese Wörter gehört. Yeah. Gut, und dann wette mal auf Französisch, was ist eine Krawatte. Und eine Ceinture, ein Gürtel und eine Chaussure, eine Chemise. Und, yeah, voilà, très joli. And, but yeah, I worked there at least, 10 Jahre und das war dann. Und mit Verantwortung, wo du dann auf einmal gehabt hast, ist dann auch möglich gewesen, dass du dann hast können weitergehen, andere Sachen machen, weiterarbeiten, eben als Stylist. Und vor allem, was ich ja noch weiss von damals, ist jetzt ein paar Jahre her, du hast ja dann auch so Seminar gegeben. Machst du das immer noch? Ja, that was great. Großartig, wo du wirklich so eine ganze Präsentation machst und zeigst, du Style Workshop, das war ein großer Schritt auch, oder? Hey, ich musste vor die Leute, ich bin nicht von der Mode gekommen, so wie viele, die von A bis Z, die haben die Modeschule gelernt. Mhm. I came in like through the back door, sozusagen. Und dann haben die Sache entwickelt. Ich bin dann selbstständig geworden von Hannes B. weg und habe ich dann als Stylist mich angefangen wirklich zu schaffen und gucken, was muss ich machen, wie geht es und so. Und dann habe ich langs für Globus gearbeitet, für Herren Globus bin ich reingekommen als so Ambassador von Globus. Und dann habe ich diese Workshops gegeben und die entwickeln und ein Buch publiziert mit Jeroen van Rooyen. Einfach fantastic guy, and we had a wonderful time doing that. So, to do a style workshop was also a bit of a scary thing. Was ein bisschen wie eine Theatervorstellung. Und du musst es lernen. Du musst nicht Wortschreiben. I mean, es hat eine Struktur und es hat Overhead Projection es war Neuland, aber es war wirklich eine Sache, die eigentlich, it came easy, because then I realized, this is like being on stage. Yeah. Ich bin da oben und dann ich bin die Zuschauer. Aber es ist genau so gesehen. And so then I enjoyed it and es ist dann jahrelang gelaufen. Mm-hmm. Ich bin ja mal an einem gesehen. Bist du gesehen? Ja. Yeah. In Basel. Ja. Yeah.
Ich weiß noch, es ist eine Performance gesehen. Oh. Und die Leute sind nicht nur informiert gesehen, sondern eben auch unterhalten. Also, weißt, das hat mir immer schon. Ich finde auch einen Vortrag, ein TED-Talk, was weiß ich, immer wenn es noch Humor drin hat, hat es nochmal ein neues Level. Und das ist bei dir genau das Gleiche gewesen. Du hast sogar können Beispiel zeigen von worst dressed people, wo sehr bekannt sind. Und es ist nicht böse gesehen. Es ist auch nicht irgendwie als das empfunden worden, sondern es hat immer so eine Leichtigkeit und so einen Humor dahinter gehabt. Menschlicher Fehler. Und das ist sehr schön. Ah, ja. Oh, cool, thank you. Ja. Freut mich sehr. Und du hast vorhin noch, dann hören wir langsam auf. Jesus, wir haben schon über eine Stunde gemacht. Du hast vorhin noch die Villa Egli erwähnt. Ich bin noch nie persönlich gesehen, aber du bist, fast seit du in Zürich bist, wohnst du in der? Das stimmt. Ab und zu, also mit Unterbruch, aber fast 40 Jahre. Ja. Das ist Wahnsinn. Ein wahnsinniges Haus, eine fantastische Villa, in 1899 fertig gebaut, von einem Schweizer Architekt, Alexander Koch. Und das ist fantastisch, inside and outside. It's a bit of a Harry Potter castle, off and out. Das ist ein Mix, weil ich englische Landhaus, und ich habe immer Lust, kein großes Mansion zu wohnen. Jetzt wohne ich in eine. Und ich habe dort mein Büro, mein Atelier, was wollte. Und jetzt mache ich meine Poetry Readings und Book Readings mit Tea Reading and Champagne. Yes. Und man kann anmelden. Also, it's going to be news soon. Very nice. And also, da kann ich hoch. Ja, auf jeden Fall komme ich. Auf jeden Fall komme ich. Das muss ich sehen. Weißt du, ich will das einfach, I want to keep it small. Ich will, dass wir nur 4 oder 5 Leute sind. Yeah. Das geht nicht überlang. Das ist vielleicht, heute bekommst du eine Tasse Tee, oder? Mm-hmm. And we have a quick chat. And then I said, good, I'm going to read you. Now. Dann sitze ich mich hin und ihr sitzt dorthin und dann in meine Stube da und dann lese ich für dich ein paar Sachen. Wie gesagt, ich will so ein Potpourri haben von verschiedenen Texten und Sachen. And then we have a glass of champagne to say good and then goodbye. Thanks for coming. Das Ganze muss nicht länger als 1,5 Stunde sein. Ja. Yeah. And that's what I'm going to do for the rest of my life. Das finde ich sehr gut. Sehr gut. Zum Abschluss, wir haben viel über viel gut geredet, aber was machst du so ganz bewusst, um dich gut zu fühlen? Ich weiss, du gibst Kompliment anderen Menschen, mit dem fühlst du dich auch gut. Aber was machst du, was gibt es so für Eigenschaften an dir, wo du dich lässt gut fühlen? Oh Gott, there's so many things. I can't list them all. I can't think of anything wahnsinnig. I can't think of anything incredibly interesting. But I do anything. I can enjoy from having a cup of tea, really. Yeah. Vice to reading a poem. Mm-hmm. I love to read poems. I try to read a poem a day. Sometimes I try to memorize them. I still try to use my old head to memorize poems. Yeah. And this gives me pleasure. I love to be outside in the nature. To walk, to be down at the lake, that's told am See zu wohnen. I like to have friends over. My friend cooks, so I'm not the cook at home, he's the cook. So I'm very lucky. I get food every day. Not what you know. And I love music. I love all kinds of music. But I'm a big classical music lover, as I learned, as I said, the piano when I was a kid, which I still love today. Yeah. And I've worked with the Tonale Gazelle Orchestra, I've helped the girls get dressed and stuff. So I've got a strong connection to music, to the theater. Yeah. I love to read a book. I like to... Das heißt, easy. All das, was du sagst, das sind ganz viele verschiedene Sachen. Das heißt, du machst das dann alles auch immer extrem... bewusst. I think so, yeah. Ich denke so. Und das ist so irgendwie eingefahren über die Jahre. Oder? Dann kann ich, I have like my selection, I'll have that today. Und das macht mir jetzt glücklich. Genau. Und wenn ich irgendwie, es gibt Zeiten, wenn ich wirklich denke,
um die Zukunft and how that gonna be. Es könnte nicht immer, läuft vielleicht nicht immer so gut wie jetzt. Und wie wird es dann sein? In diese Gedanken möchte ich nicht lange bleiben. Ja. Yeah. Weil das bringt dir nichts. Mm-hmm. But they do make me feel less than good. mm-hmm. Yeah. You know, because I don't know what the future brings, but who does? Mm-hmm. So the best is to keep a positive attitude, um darüber hinwegzuschauen und darüber hinwegzukommen. Mm-hmm. Bewusst, responsibly, as best you can. Unbedingt. Und darum freue ich mich sehr, wenn du aufhörst mit deinen Readings, Tea-Reading in Champagne. Den Tee brauche ich nicht, ich bin ganz ehrlich. Tee ist nicht so meins. I'll have a coffee. I know, it's very old-fashioned, but a cup of English tea is perfect. Earl Grey with a drop of milk. wenn ich kann, nehme ich Espresso und nachher der Champagne. Du kannst doch Kaffee haben. Dann bin ich so etwas von dabei. Hey, Clifford, all the best. Thank you. Vielen, vielen Dank. Viel Erfolg. Und ich glaube, wir haben das Ziel heute definitiv erreicht. Sehr, sehr positive, uplifting Folge. Das braucht's. Weißt du, wie viel? Ernsthaft, nur schnell. Weißt du, wie viele Menschen mir momentan schreiben? Viel mehr als jemals zuvor, dass so ein Podcast ihnen hilft. Und das finde ich das Schönste, was es kann geben. Weil, wie du sagst, es ist zum Teil nicht so einfach, gerade überall das Positive zu sehen. Und wenn wir dann eine Stunde, 15 oder was wir jetzt gemacht haben, wie du sagst, bla bla bla, mhm. aber wenn wir dann positive, schöne Geschichten kann erzählen, eine gesunde Lebenseinstellung kann vermitteln, großartig. Danke dir, weil, also zwei Sachen, ich habe dir gesagt, nein, also was willst du mit mir jetzt reden? Ich kann nicht gut reden. Ich habe nichts zu erzählen, ich bin nicht lustig. Schon klar, bla. Und jetzt bin ich das da. Ist bla, bla. Und ich habe gesagt, mein Gott, ich habe so viel schon geschwitzt, das ist unglaublich. Ja. Ich danke dir. Hey, thanks for sharing your story. Und bis ganz bald. Thank you. Peace. Bye-bye. We'll be right back.